So, liebe Leute, der Stream am 20.04. ist jetzt seit gut anderthalb Stunden vorbei. Wir haben es 23.32 Uhr. Ich möchte mich natürlich auch noch heute zum Donnerstag, zum 21.04. bei meinen Abonnenten erstmal ganz, ganz kurz verabschieden, denn ich ziehe momentan, wie es einige vielleicht schon gemerkt haben, in eine neue Wohnung. Und das heißt, ich bin auf YouTube nicht mehr ganz so aktiv. Ich habe zwar schon Videos hochgeladen, geplant, die dann halt die nächsten Tage und Wochen kommen. Aber bis ich gelandet habe, bin ich halt nicht mehr so fähig, aktuell Videos hochzuladen, wenn jetzt irgendwelche aktuellen News rauskommen. Also bitte nicht wundern deswegen. Und eine Ära geht zu Ende. Die Battle Arena ist hier in diesem Zimmer entstanden. Genauso wie mein anderer YouTube-Kanal. Und ist schon irgendwie schön, eine neue Umgebung zu haben und ein neues Zuhause zu haben, aber trotzdem irgendwo traurig, weil ich halt hier im Hintergrund alles aufgebaut habe. Und wer meine alten Videos noch von meinem ganz, ganz alten Kanal kennt, der wird halt auch noch andere Sachen erkennen. Ich habe jetzt einen Kleiderschrank, der ist abgebaut, jetzt geht alles, hier bloß noch überall Kisten rum und ist schon ziemlich krass. Also wenn ihr irgendwie was wissen wollt von mir oder irgendwie Kontakt zu mir haben wollt, dann einfach über Twitter oder über Facebook, das ist die einfachste Möglichkeit, mir direkt zu schreiben, falls irgendwas ist, falls ihr irgendwas wissen wollt. Und ich würde sagen, ich kann euch mal kurz sagen, was ich hochgeladen habe. Ich habe ein paar Trainerschuhe hochgeladen zum Thema PowerSafe. Also dieses lange, lange versprochene PowerSafe-Tool endlich mal gemacht. Ich habe drei Pokken-Tournament-Videos hochgeladen, Road to A-Rank. Und ich habe das Display-Opening von meinem Geburtstag von vor gut zwei Wochen hochgeladen. Das gibt jetzt so die nächsten anderthalb bis zwei Wochen. Und ich hoffe, dass ich bis dahin wieder Internet habe und auch wieder streamen kann. Denn ich bin gewechselt von 1:1 zur Telekom, weil nur die Telekom eine 50.000 Leitung anbieten kann. Und ich hoffe es ist wirklich so sehr, dass alles funktioniert und alles klappt. Und ansonsten, macht euch nichts draus, wenn ihr jetzt erstmal nicht so viel von mir hört. Gehabt euch wohl, macht's Beste draus, macht den Scheiß und ich würde sagen, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder und was dann nachkommt, könnt ihr euch schon mal überraschen lassen. Also ich kann euch auch mal sagen, was ich mache, weil ich werde auf alle Fälle die Trainerschule fertig machen. In Bezug auf die Mega-Pokémon. Bis zur nächsten Gen, also bis Gen 7, sind alle Mega-Pokémon fertig. Ich werde die Trainerschule noch in allgemeinen Sachen fertig machen. Ich werde mich auch etwas mehr in diesen Mainstream-Bereich von Pokémon begeben. Und Battles wird es wahrscheinlich erstmal nur noch im Livestream geben, denn ich habe momentan einfach keinen Antrieb, Battles hochzuladen, da ich auch demnächst dann meine Liga-Kämpfe capture und bearbeiten muss. Und das Editing wird eine ganze Weile Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen wird da einfach keine Zeit sein, noch groß Wi-Fi-Battles hier auf dem YouTube-Kanal hochzuladen. Deswegen, wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, ich werde jetzt versuchen in Zukunft Dienstags und Donnerstags jeweils Pokémon-Battles zu machen im Livestream. Und die restlichen Tage gibt es wie immer das, was ich spielen will, also Bloodborne, Call of Duty, Destiny, City Skylines, irgendwelche Horrorspielchen oder sowas. Keine Ahnung, also lasst euch da überraschen und wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt oder wissen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich kann sie auf alle Fälle noch übers Handy abrufen und sehen. Und ja, wie gesagt, das war's von mir. Bis demnächst. Haut rein und ciao. Achso, und bitte, wenn es geht, natürlich jetzt nicht deabonnieren, weil denkt, der hört auf. Nein, ich bin nicht auf. Ich bin bloß erst mal ein paar Wochen etwas inaktiver und dann bin ich wieder da. Also dann, haut rein und ciao.